Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Polite. Wir sehen auf der linken Seite meine Patreon-Unterstützer Kerlin Gummibär und Voltri und rechts den Animag, der diese wunderbare Basis gebaut hat. Und natürlich geht ein Shoutout raus an Anidl und an Siren Song. Vielen Dank für eure Unterstützung. Leute, es ist für mich lange her, ja. Ich habe wirklich lange kein Minecraft mehr aufgenommen und ich bin ein bisschen überfragt, wo wir hier das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich war wieder ein bisschen beruflich verhindert, deshalb muss ich hier erst einmal wieder reinfinden. Ich konnte mich zumindest daran erinnern, zumindest so halb, dass wir ja hier unsere Rüstung vorbereitet haben. Und wir müssten hier eigentlich, hier haben wir jetzt 24 Flux Crystals, genau. Die haben wir letztes Mal in Auftrag gegeben und in dem Compactor hatten wir diese Fluxed Plates in Auftrag gegeben. Da haben wir jetzt 96. Jetzt gucken wir mal kurz. Flux Infused. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die craften müssen mit dem Fluxed Armor Plating. Da werden wir jetzt mal so viele herstellen, wie wir können. Das sind hoffentlich 24. Völlig korrekt. Das sind 24. Da haben wir den Flux Infused Helmet, die Flux Infused Chest Plate, die Flux Infused Leggings und die Flux Infused Boots. Das hat funktioniert. Das ist doch großartig. Wo haben wir unseren Charger? Wir haben gar keinen Charger. Wir haben nur die Basic Capacitor Bank. Da knallen wir das einfach mal rein. Und dann werde ich mich schnell ausziehen hier, damit wir das Zeug anlegen können. Und dann haben wir zumindest schon einmal eine gute Rüstung, denn die brauchen wir, glaube ich. Ich weiß nicht mehr so genau, warum ich glaube, dass wir die brauchen, aber aus irgendeinem Grund werden wir die schon brauchen. Und auf jeden Fall sehe ich jetzt krass aus. Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich das Coole in Erinnerung. Es sieht sehr seltsam aus. Oder das sieht hier so cool aus. Und wenn ich mir so den Skin angucke, sieht es ein bisschen albern aus, tragischerweise. Gut, na schön, das haben wir jedenfalls erledigt. Hier werden immer noch Materialien ohne Ende verarbeitet. Es sind immer noch 2600 Blöcke übrig. Und eigentlich will ich dem ein paar Upgrades verpassen, nämlich Speed Upgrades. Das dauert mir viel zu lange. Speed Upgrades, Energy Upgrades, das sollten wir machen. Jetzt gucken wir mal. Speed Upgrade. Das sind die hier von Mechanism. So, da brauchen wir Enriched Alloys. Das gucken wir mal. Ich glaube, ich habe da ein paar. Ja, ein paar, aber das ist nicht genug. Das ist Iron mit Redstone. So, da machen wir jetzt von mir aus mal. Nein, wir machen von mir aus einen Stack. Wir machen einen ganzen Stack davon. So, jetzt weiß ich gerade nicht, ob das angeschlossen ist, dass das automatisch exportiert, wenn man das verarbeitet. Basic Infusing Factory. Ja, das ist es hier, ne? Nee. Doch, da. Haha. Sehr schön. Okay, der kann das hier ganz wunderschnell und schön und toll verarbeiten. Und dann haben wir ein paar Enriched Alloys für das Speed Upgrade. Wir brauchen außerdem Osmium Dust. So, und das ist jetzt natürlich wieder so eine Sache. Wir müssen zusehen, dass wir Osmium zu Dust verarbeiten, ohne dass es geschmolzen wird. Und das ist jetzt wieder relativ interessant. Gucken, ob wir das hinkriegen. Hier ist gerade ein Haufen Osmium Dust, der gerade verarbeitet wird. Das ist natürlich ganz günstig, dass hier gerade Osmium drin ist. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass der mit irgendwas anderem beschäftigt ist, dass das Osmium, was ich hier mit Enriching Factory, damit das funktioniert gar nicht. Okay. Crushing Factory. Da kommt Osmium Clump gerade raus. Hier haben wir Dirty Osmium Dust. Okay. Dirty Osmium Dust habe ich jetzt hier rausgenommen. Das wollte ich eigentlich nicht. So ist es natürlich gerade ein bisschen ungünstig, dass der jetzt mit nichts anderem beschäftigt ist. Oder warte mal. So. Wir können das ja einfach so machen. Dann ist die Maschine erst einmal verstopft und wir können hier unser Osmium Dust abzweigen. Sehr schön. Wir verstopfen jetzt das System mal ganz absichtlich. So, der verarbeitet da weiterhin Enriched Alloys. Gut. Da haben wir schon mal das Speed Upgrade. Was wir aber auch noch brauchen, ist Energy Upgrade. Denn wenn wir nur Speed Upgrades reinknallen, dann brauchen die Maschinen sehr viel Strom. Aber das hier wird dafür sorgen, dass wir dass sie energieeffizienter sind. So. Wie sieht es aus mit Glas? Ziemlich gut. Dann brauchen wir nur noch Gold Dust.
So, dann machen wir jetzt auch einfach mal einen Stack. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir das nicht so oft. Also so generell brauchen wir wahrscheinlich diese Dusts, die ich jetzt herstelle, nicht so oft. Also die werden wahrscheinlich in der Maschine, also in unserem Computer hier versauern und wir brauchen gar nicht so viel davon. Aber das macht erstmal nichts, wir haben das und die Maschinen sind nicht darauf ausgelegt, dass sie automatisch Dusts exportieren. Von daher müsste das eigentlich alles ganz gut funktionieren. Das mit dem Gold Dust, der wird jetzt nicht exportiert. Okay, das bedeutet, der bleibt hier drin. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ist jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, jede Maschine kann 8 solche Upgrades halten. 8 Speed und 8 Energy Upgrades. Wir müssen aber einfach mal gucken, inwieweit das Verhältnis ist. So, wenn ich jetzt ein Energy Upgrade baue, wir bauen mal von mir aus 8, das Maximum. Und dann bauen wir mal ein Speed Upgrade. So. Speed Upgrade, und da bauen wir jetzt auch mal 8, wenn wir es können. Fantastisch. Und dann gucken wir mal hier, der Digital Miner, der verbraucht gerade 438 pro Tick. Wenn wir dem jetzt ein Speed Upgrade geben, warte mal, vielleicht ein Speed Upgrade geben, dann verbraucht er plötzlich 780, das ist fast das Doppelte. So, wenn wir dem jetzt nochmal ein Energy Upgrade geben, dann ist er energieeffizienter und jetzt verbraucht er 585. Also es ist nicht... Das Speed-Upgrade hebt es nicht zu 100% auf, aber es wird besser. Also die Energiezufuhr ist nicht wie zuvor, aber sie ist nicht ganz so viel schlimmer. So, Speed-Upgrade. Wir haben jetzt einen Effekt von 3,16 und er verbraucht ungefähr das Dreifache an Strom. Ja. Aber normalerweise würde er vielleicht das Fünffache an Strom brauchen. Wir können ihm natürlich auch mehr Energy-Upgrades geben, als wir Speed-Upgrades drauf haben, damit der Effekt des Energiesparens größer ist als der Effekt der Geschwindigkeit. So, hier haben wir jetzt einen Effekt von 10-fach beim Energy-Upgrade und Speed-Upgrade mit einem Effekt von 3-fach. Und jetzt verbraucht er genauso viel Strom wie zuvor, ist aber dreimal so schnell. Das ist natürlich auch gut. Aber der darf ruhig ein bisschen schneller sein. Da haben wir einen Effekt von 4,22 und er braucht rund das Doppelte. Ist aber viermal so schnell. Und ich glaube, das ist ein ganz gut, das ist gar nicht schlecht. Wenn ich den jetzt wirklich viermal so schnell mache, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Wir können die auch wieder rausnehmen. Genau, dann bekommen sie wieder. Also wir können auch den Effekt einfach mal übertreiben und gucken, wie groß der Effekt wird. Er wird dann zehnmal so schnell sein. Und der Energiespareffekt ist auch zehnmal so schnell. Aber wenn er zehnmal so schnell ist, heißt es nicht, dass er das Zehnfache in Energie braucht. Vielleicht braucht er das 20-fache an Energie. So, jetzt braucht er 4000 Redstone-Flux pro Tick. Jetzt müssten wir mal gucken, ob der damit klarkommt. Und ja, er kommt damit klar. Also der Big Reactor ist schnell genug, um diesem Energiefluss standzuhalten. Von daher kann das ruhig da drin bleiben. Das macht gar nichts aus, das ist gar nicht schlimm. Okay, dann bauen wir doch noch mehr Speed-Upgrades. Ja, wir brauchen jetzt einfach noch mehr Speed-Upgrades. Keine Ahnung, erstmal 16? Ich weiß nicht, wie viel sollten wir bauen? Ich bin mir gerade... Hoppala. Nein, ich wollte sie nicht reincheaten. Ich wollte ein Rezept haben dafür. So. Okay, jetzt habe ich tatsächlich keine mehr, weil wir keinen Gold Dust mehr haben. Und jetzt, natürlich sind alle Maschinen jetzt blockiert. Weil hier haben wir ja selber alles geblockt. So. Okay, jetzt geht's erst wieder weiter. So, Gold Dust für mehr Energy Upgrades. Und jetzt haben wir kein Enriched Alloy mehr. Okay. Also, Iron brauchen wir nochmal. Von mir aus ein Stack. Wir haben genug, wir können ruhig noch einen Stack herstellen. Das ist erstmal nicht so dramatisch. So, kommt da rein und das kommt da rein. Und dann bist du doch die erste Maschine, die hier von mir aus 4 davon bekommt. Und dann gucken wir einfach mal, wie viel Strom der braucht. Ob das jetzt wirklich dramatisch ist oder nicht. Der verbraucht 1,2. Ja, das ist schon ein bisschen doof.
Also 1200 Redstone Flux ist jetzt ein bisschen mehr, als jetzt nötig gewesen wäre. Es wäre natürlich sehr cool, wenn wir all unsere Maschinen auf maximale Energie bekommen würden. Es braucht nur noch 37. Also maximale Geschwindigkeit wäre natürlich toll für alle unsere Maschinen. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen too much, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Enriched Alloys werden hier hergestellt. Wunderbar. Ziemlich flott auch. So, jetzt haben wir wieder 11-11. Und jetzt gucken wir mal, wer hier am langsamsten ist. Ich habe das Gefühl, die Advanced Crushing Factory ist am langsamsten. So, du kriegst jetzt mal 3 Upgrades. Und da sehen wir, wie der Energiebedarf steigt auf 1 Kilo Redstone Flux. Dann kriegst du noch 2 davon. Ich mache das jetzt alles nach Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine schlechte Idee. Vielleicht sollte ich auch alles einfach auf Maximum machen. Aber jetzt können wir hier nochmal einen drauf geben. Dann geht er von 100 auf 1000. Okay. Donnerwetter. Dann machen wir vielleicht nochmal einen rauf. Und dann geht er von 1000 wieder auf 84. Also der Effekt ist ziemlich extrem. Es scheint mir so, dass wenn wir ein Energy Upgrade mehr als ein Speed Upgrade haben, dass der Effekt extrem ist. Weil 7 Speed Upgrades sind ein Effekt von 7,5, aber 8 Speed Upgrades sind ein Effekt von 10. Das heißt, der Sprung von 7 auf 8 Upgrades ist riesig. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, wenn wir wirklich 7 Speed Upgrades machen, aber dafür 8 Energy Upgrades. Wisst ihr? Guck mal, jetzt geht er auf 4,2, 5,6 und 7,5. Der Sprung war ziemlich groß und der nächste Sprung wäre auf 10. So, und jetzt machen wir hier mal, jetzt hat er nicht mehr genug Strom. Wahrscheinlich auch einfach, weil die Kabel nicht genug übertragen können. Weil jetzt braucht er gerade rein. Wie viel braucht er? 35 Redstone Flux pro Tick? 20 Redstone Flux pro Tick. 20 Red... Wirklich? Er braucht 20 Redstone Flux pro Tick. Der ist ja effizienter, als er je zuvor war. Und wenn wir jetzt das letzte Speed Upgrade geben, dann braucht er plötzlich 800. Und das ist völlig in Ordnung. 800 Redstone Flux pro Tick ist nicht zu viel. Das ist in Ordnung. Okay, wir wollen überall das Maximum haben. Wir wollen überall das Maximum. Hier 3 davon und da müssen auch noch welche rein. Das ist ja tatsächlich ein gutes Verhältnis. Ich dachte, das Verhältnis würde völlig aus den Fugen geraten, aber das ist ja gar nicht so. Das ist ja gar nicht der Fall. So, der hier ist auf 10-10. Er braucht 4000. Das ist eigentlich in Ordnung. So, der ist jetzt, okay, jetzt müssen wir tatsächlich mal rechnen. So, damit ich nicht zu viele herstelle. Ne? Das wäre ja doof. Also, der hier braucht noch ein Energy Upgrade. Der braucht 8. Und noch, gut, die sind aber nicht aktive Produktion. Der braucht 8. Die Enriching Factory braucht auch 8. Also 16, 17. Der braucht keine mehr. Und der braucht auch 8. 8 und 17 sind 25. Also 25 Speed Upgrades. Nein, 25 Energy Upgrades brauchen wir. Genau. Okay, und jetzt haben wir schon wieder keine Enriched Alloy. Meine Güte. Okay, aber dafür können wir jetzt mal ansehen, wie wunderschön schnell die Basic Infusing Factory diese Sachen jetzt verarbeitet. Verflucht schnell. Heilige Scheiße. Okay. Was hatte ich gesagt? 25, nicht wahr? So, okay. Dann bekommst du hier... Du bekommst noch dein letztes Energy Upgrade. Dann sinkt der Energiebedarf von 16 auf 12 Redstone... 12! Es ist ja gar nichts. Wir dürfen nicht vergessen, dass das hier noch die Basic Factory ist und das sind Advanced Factories. Und es gibt ja noch Elite Factories. Also, diese Elite Factories brauchen natürlich nochmal mehr Strom. Und sind auch nochmal schneller, denn die verarbeiten 7 Blöcke gleichzeitig und nicht nur 5. Die sollten wir auch noch upgraden, denke ich mal. So, also hier 8. Der hat schon. Dann machen wir 16 und 24. Okay, 24. Und ich höre den Digital Miner Sachen abbauen. Sehr cool. Okay, 24 brauchen wir. Dann brauchen wir nur noch 24 Osmium Dust. Okay, wir haben gar keine 24 Osmium Dust mehr. Interessant.
Warte mal. So, 24. Osmium Dust. Brauchen wir jetzt nur noch 8 weitere. Und da können wir ja hier ruhig... Nee, nicht in den Crusher. Das ist mir jetzt zu blöd. Das dauert mir jetzt tatsächlich zu lange. So. Warten wir mal, bis der hier fertig ist. Dann haben wir unsere 8 Osmium Dust. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir genug Enriched Alloys haben. Haben wir. Sehr schön. So, Speed Upgrades. Wer ist noch nicht schnell genug? Du brauchst gerade mal 64 Redstone Flux pro Tick. Nicht mehr lange. Bam. So, der hier ist schon voll geupgradet und deshalb geht's auch nicht weiter, weil die nachfolgende Maschine viel zu langsam ist. Du brauchst auch deine 8 Speed Upgrades. Und du kriegst auch 8 Speed Upgrades. Oh weh. Jetzt hoffen wir mal, dass das von unserem Strom dann tatsächlich noch ausreicht. Es sieht nämlich gerade nicht so aus. Es sieht gerade nicht so aus, als ob unsere Maschinen überhaupt hinterherkommen. Oder unsere Energieproduktion. Weil ich weiß auch gerade nicht, wie viel der braucht. Oh doch! Ah, das Problem ist, der hat nicht genug Oxygen. Wir müssen den Electrolytic Separator auch upgraden. Der produziert nicht genug Sauerstoff. So, das heißt, wir brauchen nochmal 6 Speed Upgrades und 8 Energy Upgrades. Ach man. 8 Energy Upgrades. So. Haben wir denn? Nein, haben wir nicht. Also, nochmal Redstone, Iron. So. Also. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Die Maschinen könnten arbeiten, aber wir haben den Sauerstoff vergessen, den wir da brauchen. Also. Enriched Alloy, da brauchen wir 8 Stück von. Und dann brauchen wir für die Speed Upgrades brauchen wir noch einmal wie viele? Ich glaube, 2 hatte ich reingegeben, nicht wahr? Da haben wir 2 drin, genau. Das heißt, wir brauchen nochmal 6. Oh Gott, das stockt auch ziemlich, weil die Maschinen gerade Probleme haben zu arbeiten. Und die Mechanism-Maschinen sind tatsächlich so ein bisschen die stockende Hölle vom gemoddeten Minecraft. So, Crushing Factory. Mach mal das, gib mal... Oh, jetzt ging's aber sehr plötzlich weiter. Okay, interessant. So, Osmium Dust. Und hier nochmal 8 Stück. Sehr schön. Moment, 8 Stück brauchen wir doch gar nicht. Braucht doch nur 6. Ja gut, ist egal. So, 6 Stück. Und ich glaube aber, von dem Electrolytic Separator gibt es keine Factories. Kann das sein? Ich glaube, wir können keine Factory davon erstellen, dass der noch mehr Sauerstoff herstellt. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass der 10-fache Effekt ausreicht, um die Maschine hier zu sättigen mit seinem Sauerstoffbedarf. Reicht nicht aus. Wir brauchen einen zweiten. Wir brauchen einen zweiten Electrolytic Separator. Ich meine, seine Wasserzufuhr reicht. Aber der Sauerstoff-Output reicht nicht. Okay, die hier arbeiten wie wild. Das ist wunderbar, das ist super. Aber da hinten geht's nicht vorwärts und der hier bekommt nicht genug Strom. Okay, wir haben also tatsächlich nicht genug Strom. Dann müssen wir kurz ein Speed-Upgrade rausnehmen und hoffen, dass das dann reicht. Es braucht da noch 2000. Wir müssen noch ein Speed-Upgrade rausnehmen. So, jetzt reicht es. Jetzt bekommt er genug Strom. Gut, wir produzieren also doch nicht genug Strom. Ich würde fast denken, wir produzieren genug Strom, aber die Kabel können nicht genug übertragen. Diese Energy Conduits, wie viel übertragen die denn? Die übertragen 6400 pro Tick. Das könnte gerade am Limit sein. Wir brauchen Enhanced Energy Conduits und dafür brauchen wir Energetic Alloys. Und die können wir leider nur im Alloy Smelter herstellen, der ist recht langsam. Okay. Das ist etwas, was wir jetzt sehr bald machen müssen, weil mehrere Maschinen hängen hier am gleichen Kabel. Das ist ein Problem, die können nur 6000 übertragen, wenn die erste Maschine 2000 braucht, die nächste 3000, die nächste braucht nochmal 2000, dann sind wir schon drüber. Und dann kommt einfach nicht genug Strom an. Das wäre nicht so gut.